Paul, ja, wir haben den langen Aufstieg geschafft und wir sind jetzt vor der Tür vom Herrn Meier und schauen uns jetzt an, wo wir das Klavier aufbauen. Schauen wir mal, ne? Den Teich, schauen wir den Teich noch an. Ja, könnt ihr euch gerne anschauen. Wenn du dann das Klavier nehmen und springe rein? Nein, ich habe 17 Grad. Guter Deal. Paul. Ja? Die Frau Mörwald überlegt noch. Die Frau Mörwald überlebt? Überlegt. Nein, überlegt nicht, ich brauche kein Klavier und keinen Klavierlehrer. Ja, eh, wenn sie kein Klavier haben, nutzt der Klavierlehrer auch nicht. Es war wirklich klasse. Also für uns war das schön. Auch wenn sie das depperte Klavier jetzt nicht genommen haben. Nein. Wurscht jetzt, scheiß drauf, irgendwer wird schon nehmen. Gell? Ja. Wir sind jetzt hier im Wohnzimmer von Herrn Meier und schauen einmal, Paul, vielleicht, wie groß ungefähr sollte Paul? Bitte. Ja, wie groß ungefähr sollte denn der Platz sein, den wir da jetzt freiräumen sollen? Ungefähr so groß wie ein Klavier. Ja. Ja. Und was ist für ein Klavier? Ein Flügel. Ja, 5 Jahre steht nichts da und jetzt kommen wir und sagen, wir stellen ein Klavier her und sie sagen, juhu, und das war's? Ja. Gut. Glaubst du, ich mach das zum ersten Mal, dass ich irgendwie. Du kannst nicht den Flügel heraus stehen lassen. Es regnet nicht. Wer sagt das? Der Herr Bart. Herr Meier war der Rest, nicht ich. Ja, aber wir sind im Freien. Ja. Ja? Und meine Aggressionen, die ich in den letzten Stunden aufgebaut habe, bei diesen Leuten, die alle glauben, sie können bei Preisel schreiben, mitmachen und das dann einfach vergessen. Bitte was? Genau. Das ist ein großes. Richtig, ein großes Klavier. Wobei der Flügel ist ja nicht ein Quadrat. Ja, weißt du das eigentlich? Ne? Ja. Auf der einen Seite, dort wo die Tasten sind, ist er dicker. Ja. Also breiter würde man als Laie sagen, der Klavierbauer nennt es dicker. Und auf der anderen Seite, dort wo die Saiten in die Flucht gingen, wird es dünner. Nur habe ich doch einen Platz, er rennt dort mal Red Lab. Genau. Haben Sie schon mal gehört, Red Bull verleiht Flügel? Nein. Na dann gehen wir. Sehr wurscht. Komm in Zeitung, ne? In Zeitung? Nein, in Zeitung können wir uns nicht verstuppern. Sagen Sie einfach, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Tag. Ich mache mal eine Großaufnahme von der Frau Kreuz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Falsch. Ich wünsche Ihnen allen. Allen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen allen noch. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen allen. Na, euch habe ich gesagt. Euch. Euch allen einen schönen Tag. Noch einen schönen Tag. Und jetzt von vorn. Geht schon. Ich wünsche euch allen. Entschuldigung. Geht schon. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ihnen. Ihnen einen schönen Tag. Ihnen ist nicht so wichtig, weil die. Wer ist euch Ihnen? Allen. Euch. Gell? Wir sind gemütlich, oder? Ja. Euch allen. Aber noch einen schönen, das war mir. Noch einen schönen Tag. So vorne. Letztes Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Noch einen schönen Tag, euch allen. Okay. Und Wiederschauen, Frau Kreuz. Wiederschauen. Der Hund sagt auch auf Wiederschauen. Sehr gut. Chippin, gell? Die Frau Stuppan haben wir da besucht, gell? Kreuz. Gut, Kreuz. Nein, aber das ist dann doch nicht. Nehmen wir mal das. Das heißt, wir gehen dann nur eins weiter Vorsicht hinten. Du merkst, ich wollte dir gleich ein Paletten retten. Ah, das schon? Ja, das schon.